Ich bin mir nicht sicher, ob das hier das Lieblingsgetränk von einem von euch werden könnte, aber wir wollen es zumindest probieren. Das hier sieht aus wie Grapefruitsaft und ist in Wirklichkeit ziemlich verdrecktes Wasser aus einem Fluss, voller Bakterien, voller Schlamm, und keiner von euch würde es freiwillig trinken. Jetzt gibt es aber eventuell die Möglichkeit, dass man das verzaubern kann. Und der Ranga weiß vielleicht, wie man das macht. Es gibt in der Welt 6000 Kinder, die jeden Tag daran sterben, weil sie verdrecktes oder giftiges oder schlechtes Wasser getrunken haben. Und da kann man vielleicht nachhelfen mit einem echten Wunder der Natur. Wir gucken uns jetzt erstmal das Wasser an, dieses Elixier des Lebens, und tauchen mitten hinein. Ja, ich nehme mir am besten die Probe, ihr Lieben. Also, du hast ja hier noch so ein Glas. Ja. Will einer von euch probieren? Nein. Ne? Also, was wir machen ist, wir probieren es einfach der Reihe nach durch. Die Brühe, die hier im Glas ist, die gibt es hier oben auch in diesen Behältnissen. Und wir haben alles da. Also, die erste Option Kiesel, die zweite Option hier Gänsedaunen, also richtig tolle Federn. Und die dritte Option gibt es auch, und das ist hier der Samen des sogenannten Moringa-Baumes. Den habe ich hier gemahlen. Und jetzt wollen wir zuerst einmal gucken, wer hat wie entschieden. Die beiden Damen, die sagen, der Kiesel macht's, also dann wird das Wasser unten klar sein. Und die Männer tippen beide auf C und sagen, der Samen ist es. Der gemahlene Moringa-Samen. So, jetzt tue ich davon einiges rein, und zwar nicht viel. Man braucht gerade mal hier eine ganz kleine Menge. Und lieber Frank, im Gegensatz zu sonst ist es dieses Mal so, dass wir uns Zeit lassen. Wir wollen das einfach wirklich erproben. Also ich schüttle hier den Samen auch nochmal so richtig in das Glas und starte damit das Experiment. Also Moringa-Samen. Zweite Möglichkeit, Federn, läuft an. Und dritte Möglichkeit, Kiesel. Alles klar. Und die Punkte gibt es dann natürlich erst, wenn wir wissen, welches Glas ist trinkbar. Wie lange wird das etwa dauern, Ranga, 40 Minuten? Na, ich schätze, etwa so gute 40 Minuten. Wenn es soweit ist, komme ich nochmal auf euch zurück. Die Verlierer müssen trinken. Und das ist überhaupt ein guter Vorschlag. Jens Rieber sagt, die Verlierer müssen trinken. Einverstanden. Die Frage ist, ist das Wasser sauber geworden? Wir müssten ja noch Punkte verteilen aus der Frage, wie kriegt man dieses Wasser sauber? Ranga, walte deines Amtes. Ja, das Experiment ist jetzt durchgelaufen, und ich schlage vor, jetzt gucken wir uns mal die Gläser an. Also Rosi und Sonja haben getippt auf Kiesel, so sieht das entsprechende Glas aus. Feder stand nicht an, und Jens und Dirk Bach sagten, es ist der Samen. Und wenn ich die drei nebeneinander, glaube ich, kann man das sehr schön sehen. Also hier der Moringa-Samen, eindeutig klarer. So klar, dass ich davon sogar trinken kann. Nun, Moringa ist wirklich ein faszinierender Baum. Also man muss sich vorstellen, um einen Liter Wasser bakterienfrei zu machen, und daneben setzt sich auch noch, in dem Falle hier, Tonerde ab, braucht man gerade mal einen Zehntel Gramm. Aber darüber hinaus, der Moringa-Baum, der ursprünglich aus dem Himalaya kommt, mittlerweile findet man ihn in etwa 80 Ländern, zum Beispiel auch in Ländern wie dem Sudan oder Malawi, wo man ja auch Probleme mit sauberem Wasser hat. Und darüber hinaus, die Blätter, die Frucht werden weiterverarbeitet, und ich habe hier Moringa-Saft, und das ist sozusagen das kleine Geschenk, unter anderem natürlich für Jens Rieber und Dirk Bach, denn die haben ja richtig getippt mit C. Das heißt, aber ihr zwei kriegt die Punkte dazu. Aber wie macht er das, der Samen? Ja. Wie macht er das, der Samen? Also ja, ich meine, das Tolle beim Moringa-Baum ist, wenn man sich das genau anguckt. Also es gibt Unmengen, ich setze mich also mal hier. Bevor du jetzt alles erklärst, wollen wir erstmal unser Glas auf unsere Zuschauer hier anheben. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Kann man das wirklich trinken? Ja, natürlich. Es ist der Baum,
lecker. Ist sehr lecker. Im alten Indien wird er auch der Wunderbaum genannt. Er schafft sogar Bakterien zu töten. Viele Pflanzen haben ein Immunsystem, wehren sich gegen Bakterien. Die haben dasselbe Problem wie wir Menschen. Und die müssen dafür sorgen, dass Wasser sauber bleibt. Auf Ringer. Auf zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl.